Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, rückblickend wie eigentlich fast alle Hinrunden, die ich hier bei Arminia Bielefeld erlebt habe. Ganz ohne Hektik und Turbulenzen geht es hier eigentlich nie. Es war sicherlich jetzt in der Hinrunde etwas, zählt schon zu den turbulenteren Hinrunden, aber wie gesagt, ganz ruhig geht wohl anscheinend bei Arminia Bielefeld nicht. Ja, zumindest ist unterm Strich betreiben wir hier Profifußball, und Profifußball ist am Ende ein Ergebnissport, und die Punktausbeute ist sicherlich so, dass sie zufriedenstellend wäre, wenn wir sie über den gesamten Verlauf bisher der zurückliegenden 16 Spiele geholt hätten, hätten wir sicherlich deutlich mehr Punkte. Und das ist erstmal das Allerwichtigste. Und natürlich geht es dann auch um eine Weiterentwicklung der Mannschaft, eine Weiterentwicklung einzelner und auch unserer jungen Spieler vor allem. Und dafür ist sicherlich der Zeitraum, in dem der Jürgen mit der Mannschaft arbeitet, noch recht kurz. Aber man sieht natürlich, dass wir auf jeden Fall eine gewisse Stabilität wieder gewonnen haben, die, glaube ich, in der zweiten Liga unabdingbar ist. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon. Ich bin da jetzt eher realistisch veranlagt und will auch nicht auf irgendwelche Euphoriebremsen treten. Was man sagen muss, wir sind natürlich momentan vom Verletzungspech wirklich gebeutelt, dass wirklich auch drei wichtige Spieler mit Julian Börner, Christopher Nöte und jetzt Manuel Prittel lange ausfallen oder auch schon lange ausgefallen sind. Chris Hemmlein ist über einen längeren Zeitraum jetzt ausgefallen. Das sind natürlich schon für unseren Kader erhebliche Verluste. Aber nichtsdestotrotz ist die Situation, dass wir halt bei Arminia Bielefeld sind und was auch gut so ist und ich auch gerne hier bin, aber halt nicht bei Bayern München und nicht über so ein Festgeldkonto verfügen. Und die Situation ist so, wir haben es auch in der Öffentlichkeit gesagt momentan, ist die wirtschaftliche Situation so, dass wir auch Stand jetzt nur einen neuen Spieler verpflichten können, wenn uns ein Spieler verlässt. Ja, ich betrachte das ja in meiner Funktion dann immer so, welchen Input können alle Leute leisten, um letztendlich möglichst die Mannschaft zu unterstützen oder am Ende, dass die Mannschaft, ich sag mal, so performt, dass möglichst viele Punkte rauskommen. Und was mich freut, auch gerade für die Fans, weil sie uns in den letzten Jahren immer hervorragend unterstützt haben, dass wir jetzt endlich angefangen haben, die Heimspiele zu gewinnen. Ich glaube, wenn du regelmäßig in die Schüko Arena gehst und maximal mit einem Punkt rechnest, ist das auf die Dauer sicherlich genauso wie für uns auch nicht gerade zufriedenstellend. Also insofern ist das sicherlich ein wichtiger Aspekt. Dynamo Dresden macht es sehr, sehr gut, eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, die jetzt auch den einen oder anderen Spieler verletzt hatten, wo man sieht, dass sie so ein bisschen auch ihren Rhythmus verloren haben. Es gibt ja, man munkelt ja, dass der eine oder andere sogar vielleicht für Sonntag schon wieder zurückkommt, aber insofern machen sie einen sehr, sehr stabilen Eindruck für einen Aufsteiger und ich erwarte ein interessantes, intensives Spiel. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen, ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.